Das Erlanger Stadtmuseum wagt den Barrieresprung und zwar mit der Ausstellung Barrieresprung vom Leben mit Behinderung. Die Ausstellung haben wir uns natürlich mal angeschaut. Sagen Sie mal, wie ist denn das Konzept aufgebaut von der Ausstellung? Der Untertitel heißt Vom Leben mit Behinderung. Das ist das Thema, dem wir uns widmen. Wir schauen uns an, was in der Gegenwart darüber zu sagen ist, haben einen zweiten historischen Teil, der ein bisschen näher beleuchtet von der frühen Neuzeit an bis in die jüngste Gegenwart, wie Menschen mit Behinderung gelebt haben, und schließen dann den dritten Teil an, nämlich nochmal in der Gegenwart, und wollen wissen, gegenwärtige Lebenswelten von Menschen mit Behinderung heutzutage. Und alle Stationen sind interaktiv, deswegen kann man immer was ausprobieren. Ich glaube, ich weiß es, ich sage jetzt mal, es könnte ein Entchen sein. Also ich habe es so. Ich habe es ausnahmsweise mal erraten. Und wenn wir schon beim Thema Barrieresprung sind, natürlich gibt es auch ein spezielles Leitsystem durch die Ausstellung. Es funktioniert dann so, dass man hier immer an der Wand entlang geführt wird und wo diese Einkerbungen sind, dann eben merkt, dass man hier was tasten kann. Man kann dann, wenn man möchte, seinen Stock hier abstellen und hat dann hier den Text in Brailleschrift und in Pyramidenschrift. Man darf auch unvorbereitet kommen, aber über die Website kann man barrierefreie PDFs runterladen und sie sich vorlesen lassen. Und bis 6. Januar läuft die Ausstellung noch, deswegen kommt einfach vorbei, denn normal kann jeder.